Darkson Stuttgart gegen Offenbach Fast and Deadly, da geht es wohl gegen den Abstieg, mit leichten Vorteilen, leichten Vorteilen für Darkson. Kamen Etja gegen Braindead, sollte man sagen, nominell Vorteile für Kamen Etja, aber Braindead ist heute stark. Ja. Und das Lustige ist, ich habe gestern Abend mit dem Team-Captain, mit dem Willi, noch gesprochen. Und der sagte mir, ey, wir haben gefühlt 100 Punkte gespielt und haben davon 90 abgegeben im Training. Daraufhin habe ich eben mit Butch schon geredet. Wir haben gefühlt 80 trainiert, wir haben davon gefühlt 70 gewonnen. Und so kann sich das am Spieltag drehen. Ich bin eher ein Fan davon, dass es im Training behindert läuft. Hier kommt die Frage, wird die Madhouse-Klärung mit der Regie auch gestreamt? Liebe Regie, können wir das streamen, wenn ich gleich runterkomme und das kläre? Regie antwortet nicht mehr. Ich glaube, die sind schon weggelaufen und der Regieraum ist leer. Ja. Ja. Madhouse ist tatsächlich so. Ne? Ich heiße in allen Spielen. Nee, es ist tatsächlich, dass ich überall so heiße. Das ist tatsächlich mein Nickname. Und warum? Liebe Kamera, ja, ich komme mal her. Seht ihr das? Dave, halt mal deine Hände dagegen. Der Dave hat schon richtige Schippen. Ne? Also ich habe unfassbar dicke Hände. Wenn ihr mal irgendwann heiraten solltet, liebe Zuschauer, und zum Juwelier gehen wollt, dann ist die Standardringgröße, bis wo es beim Juwelier geht, bis 70. Wenn er gut ist, 72. Und ich habe 76. Ja, also nächste Größe Gardinenring. Ich sehe den Dozer hier hinterm Vorhang wackeln. Das heißt, gleich wackelt es hier einmal auf dem Turm, wenn er reinkommt. Nee, der flüchtet wieder. Na gut. Was tippst du denn in dem Spiel Kamen Etja gegen Braindead? 4-3 Braindead. 4-3 Braindead. Ein 4-3 bin ich bei, aber ich glaube, dass Kamen Etja das 4-3 gewinnt. Und das wird ein richtig schmutziges Spiel. Ja. Das glaube ich schon. Liebe Zuschauer, das Voting auf Facebook, haut da mal rein, was ihr tippt, wie die Spiele da ausgehen. Und wenn jemand sagt, ich bin da neutral, ich habe da keinen Bock drauf, dann drück mal trotzdem mit deinem Account für mich und setz mal auf Kamen Etja und der andere setzt für Dave auf Braindead Amstetten. Nächste Größe, Cockring kommt da, ja. Ja, könnte so sein. Also wenn jemand der Ring am Cock passt, den ich am Finger habe, dann bist du äußerst männlich. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Der Rippel steht auch noch da. Er kommt reingerippelt, dann setze ich mal hin. Der Dozer kommt auch. Ja, der Wahnsinn, dann kann ich ja wieder gehen hier. Genug Fame oder was, Dave? Ja, das reicht dafür einen Tag hier, die 2 Minuten, wo ich hier war. Ja. Die Leute wollen mich auf dem Feld spielen sehen und nicht labern hören. Ja, dann streng dich mal an, ne? Ja, ich versuch's. Ja. Dann macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao, Dave. Ciao, Dave. Nick. Ja. Wir haben jetzt hier Upcoming Darkson Stuttgart, offenbar Fast and Deadly ist ein Spiel gegen den Abstieg. Ja. Mit leichten Vorteilen für Darkson, glaube ich. Und dann haben wir Kamen Etja gegen Braindead Amstetten. Ich glaube, ein heißes, interessantes Spiel. Ein heißes Spiel, ja. Mit Erfahrungsvorteilen für Kamen Etja und ich glaube, es wird ein 4-3 für Kamen Etja. Und da ist alles drin, was man so brauchen kann. Ja, glaube ich auch. Gerade der Max, ehemals Kamen Etja-Spieler, mit mir zusammen letztes Jahr noch gegen seine alten Boys, wird interessant auf jeden Fall. Braindead im Training, mega stark gewesen auch. Aber jetzt Darkson links und Fast and Deadly von rechts. Ja, dann geht's auf. Wenn ihr zwei Hübschen dann hier sitzt, dann verabschiede ich mal und schwitze mal unten aus. In meinem Alter schwitzt man tatsächlich noch. Ich bin auch wieder hier oben. War jetzt aber du schwitzt auch nur vom Hochkommen, ich ne? Nee, ich schwitze, weil ich mit Fieber unten, ohne Scheiß. So, ich laufe auf und ab, ich mache meine Kilometer neben dem Feld, das weißt du. Fast außen bin ich fett. Aber tatsächlich bin ich hier gerade reingekommen und habe mir gerade gedacht, okay, ist auf jeden Fall gerade ein bisschen Puma-Käfig hier drin. Ist auf jeden Fall 3 Grad wärmer. Ja, das war vom Dave. Wahrscheinlich, der Dave, ja. Ja, das, achso, ja, stimmt, du hast recht. Das kennen wir. Ast rein. So, ja, gut, dann bin ich wieder weg. Spürt euch viel Spaß. Ja. Muchas gracias. Ripple, jawohl, sehe ich hier oben. Guck mal, da, hier, Stream. Ripple, jawohl. Jawohl, ja. Nice. Danke. Oh, Dave. Hi, wann geht's los? Grüße als Bielefeld an den Rippel und den anderen vom Tobi. Ja. Welchen Tobi in Bielefeld kennst du? Ja, kenne ich. Ja. So, konzentrieren wir uns aufs Spiel.
hängen wir noch im anderen ein, wir konzentrieren uns aufs Spiel. Ja. So, Dark Sun Stuttgart gegen Offenbach Fast Deadly. Fast identische Positionen, beide im T-Bag 3 und beide in Snake 2. Ja, und mich würde gleich mal zwischendrin mal interessieren, wenn wir nachher nochmal eine Live-Tabelle kriegen würden, wo die jetzt gerade stehen. Offenbach Fast and Deadly hat es zwischendrin, glaube ich, geschafft, unter Roff zu rutschen. In die Abstiegsplätze mal kurzzeitig. Ja. Da haben wir es jetzt gerade wieder. Aber, wo wir von sprechen, Dark Sun verliert den Snake-Angreifer und den T-Bag-Angreifer. Also somit. Ja, ich gucke gerade so. Drei down. Ich gucke gerade hier im T-Pack 1, oh, da ist er auch raus bei Dark Sun. Der Dark Sun-Spieler hat auf jeden Fall da innen einen Pack bekommen. Der Ref nimmt ihn jetzt auch raus. Jo, jetzt können sie es eigentlich austauschen. Ja. Dark Sun war am Wochenende hier auch trainieren in Solms. Ja. Ich war hier mit Fight Club aus der zweiten Bundesliga. Ja, die sahen am Wochenende gar nicht so schlecht aus. Also ich habe heute auch ein paar jetzt Sachen hier, von denen gesehen. Jetzt geht's. Kriegt er hier noch ein paar und Taul. Jo, und da kam innen aber noch der Schuss, noch vorm Taul, glaube ich sogar. Ja, tatsächlich, wie gesagt, von Dark Sun, ich habe heute ein paar Spiele gesehen, da haben sie tatsächlich so in den Grundzügen gut ausgesehen, haben es dann aber tatsächlich nachher noch abgegeben. Ich weiß aber nicht, ob sie den Trend noch weiter fortsetzen konnten heute. Ja, jeder Kommentar, wie geht's mir nach dem Spiel? Mir geht's gut, war ein geiles Spiel, muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Immer 4-0 zu gewinnen, ist auch nicht das Feinste. So ein schöner Kampf und ein bisschen Nervenkitzel macht dann doch manchmal mehr Spaß. Also ja, das Spiel war, denke ich, auch von den Preds. Wir waren auch ganz zufrieden. Ihr wart mega stark und war bis jetzt die größte Gegenwehr, die wir heute bekommen haben. Ja, nee, das war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War auf jeden Fall Spiel mit allen Mitteln. Ja. Was fun. So, wir haben Carmen Edger hier von links gegen Brandad Amstetten. Eigentlich ein Top-Spiel, muss man sagen. Ein Top-Spiel, aber sie verlieren direkt den Max. Der Max. Ja, ungewöhnlich, ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich. Der Max war im Training. Brandad war auch schon zweimal in Belgien bei uns auf dem Feld. Max war immer der stabilste Spieler. Trotz, dass er Angreifer war, ist oft angekommen und hat uns auch den meisten Stress gemacht. Aber der Willi auch direkt hinterher ins T-Bag 3. Aber der Bob von Carmen Edger ist direkt in dem T-Bag prickt, um den zu blocken. Ich finde, Bob macht da auch echt heute die ganze Zeit einen guten Job als Blocker. War echt so, top, hat auf jeden Fall so ein paar Sachen eher auf dem Schirm gehabt, wo dann tatsächlich mal der Schubi und der Moped ja schon in Snake 2, jetzt Doppelsnake. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja. Aber wenn der Jan so jetzt ein Stück weiter nach links geht, müsste er den. Ah, der Willi hat einen Jan aber auf dem Schirm, aber der Jan Willi nicht. Ja, das ist gerade ein bisschen chaotisch. Ich wollte es gerade sagen. Also, Brandad Amstetten hat heute tatsächlich den ganzen Tag so gespielt wie ihr, finde ich. Die sind eigentlich auch überall drüber gerollt. Fast, glaube ich, alles gemercied. Und mal gucken, wie die sich hier gegen Carmen Edger. Carmen Edger hat heute gute Spiele gehabt, hat heute nicht so gute Spiele gehabt. Jetzt schießen sie schon wieder hier. Ja, aber das Carmen Edger-Spiel hat auch Spaß gemacht gegen mein altes Team. Ein Punkt, wo wir verloren haben, ein bisschen extra Liebe bekommen von vier Leuten, war der letzte in der Snake, aber alles cool. Was hast du erwartet, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, nimmt man hier alles mit sportlichem Ehrgeiz. Ja. Ich hatte immer die Chance, dann haben sie das Taul geworfen, na, habe ich dann nicht mehr geschossen. Aber. Ja, stimmt. Wir haben uns gerade auch für ganz schnell Austaulen entschieden, so weil wir die Sekunden haben wollten, doch. Ja, aber hier gerade eben, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen Punkte, die Braindead bisher heute überhaupt abgegeben hat. Ja. Da war noch nicht viel bei bisher. Auch da, wir kamen Edja zwar gemercied haben, aber sie standen trotzdem stabil in den Deckungen und war auch nicht leicht zu knacken. Ja, gucken wir mal, was Dark Sun jetzt hier, ob die sich den Punkt wiederholen können. Ja. Ein oh, T-Bag. T-Bag 4 off the break. Von Fast and Deadly. Ja, sehr aggressiver Move, aber auch ein guter Move. Aber Dark Sun ist auch schon in T-Bag 3. Ja, das stimmt so. Tatsächlich ist es jetzt gerade aber auch so, dass das ne, Fast and Deadly zwar irgendwie die Moves alle gemacht hat, aber dann halt einfach keinen Druck jetzt mal ein paar Sekunden aufgebaut hat. Aber auch, habe ich heute noch nicht gesehen, Dark Sun hat die Can auf der Snake-Seite eben gedoppelt. Doch, habe ich heute schon gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei Dark Sun, aber er hat es ja noch heute gemacht. Aber der Typ, er hat aufgemacht und ist dann auch getroffen worden. Ja, so fast jetzt hier wieder ein heißes Snake-Duell. Genau. Und T-Bag-Duell. Tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob Dark Sun den Snake-Spieler überhaupt auf der Uhr hat. Ah, doch, er hält schon den Spot runter, schießt Infield hier auch ein Dark Sun-Spieler. Was der Dark Sun-Spieler in der Snake am Wochenende sehr gut gemacht hat, war einfach, wenn niemand, er ist immer in die Snake beim Break und wenn niemand auf Tape war, ist er direkt durchgekrabbelt. Und das musst du bei der Snake spielen, wenn keiner auf Tape ist. Ich finde, er baut jetzt auch tatsächlich, also jetzt ist es tatsächlich eher fast ein Deadly, dass hier guten Druck aufbaut in der Snake, aber er blockt das sehr gut aus. Ja. Also aber er lässt sich auf kein großes Snake-Battle schon bei denen in der T-Bag-Seite jetzt Dark Sun und der Snake-Spieler hat es nicht auf dem Schirm und wird jetzt
Ja, ist getroffen worden am Lauf. Ja, aber dafür nimmt er. Ja, gut. Oh, oh. Ja, oh, jetzt one-on-one. Das nochmal interessant, der ist immer noch am Start. Ist gebounced worden, lässt sich checken, aber der Darkstone-Spieler ist schlauer und geht zum Buzzer. Ja, ja, okay, den haben sie auch, haben die Refs gesehen, der Treffer wird direkt weggemacht. Das kam zu spät. War ein bisschen elektronisches Delay, aber alles vollkommen korrekt. Haben sie tatsächlich gut auf der Seite durchgezogen. Welcher Spieler ist das hier? Bei hier Darkstone, der Tony müsste das sein. Müsste der Tony sein, ne? Hätte ich jetzt auch von der Haarfarbe gesagt, in der Statur. Und der kroatischen, dem kroatischen T-Shirt. Und dem kroatischen T-Shirt, ja. So, tatsächlich auf jeden Hast du hier beide Kader? Habe ich hier beide. Ich trete dir gerne beide mal hier in die Mitte ab. Es gibt hier sogar doppelt, soweit ich weiß. Fast ein Deadly, Branded und Combinator brauche ich nicht, da kenne ich eigentlich jeden. Ja, stimmt. Also ja, tatsächlich kenne ich da auch jeden. So. Ja. So, man musste sich erstmal an den Bob und an den Jan wieder gewöhnen. So. Ja, aber kennt man ja auch noch. Aber kennt man halt alle. Ja. Ja, mega stark, dass der Bob wieder zurückgekommen ist. Ja, voll mega gut, cool. Ich freue mich jede Sekunde, die ich auf dem Feld sehe. Leider beim letzten Spiel da nicht so viel auf dem Feld gewesen. Ja, leider den Ban bekommen. Ja, ja, aber die dafür umso mehr jetzt dabei. So, doppeln, siehst du, Kamen Edge hat's gemacht. Die doppeln die Can of der Snacks jetzt. Da habe ich es heute schon ein paar Mal gesehen. So, und wie gesagt, also ich habe es eben schon angedeutet. Bisher hat Braindead heute meiner Kenntnis nach nicht viele Punkte abgegeben. Und da schießt er ihn. Auf der Maske. Auf der Maske. Aber hat den Snake Corner noch mitgenommen. Der hat sich nämlich auch checken müssen. Ja. Trotz alledem. Also Kamen Edger macht es echt ganz gut hier gegen Braindead. Ja. Der Jan ist wieder zurück in Backcenter gegangen. Ja. Und Jan hält auch genau den richtigen Spot da drunter. Der schießt genau über, ich schätze mal, über der Snake 2 rein. Ja, und lässt die runter droppen, damit er nicht rein kann. Aber der Jan ist jetzt in Angriff gewechselt und ist in den Eingang von der Snake geslidet. Oh, und hat er und auf Penalty. Der Position hat er heute schon mehr als einmal Penalty bekommen. 3-for-1 und das, Hiding. Ja, das Hiding. Und genau auf der Position hat er eben schon 1-for-1 gezogen, als er dasselbe probiert hat. Ja, so. Das war nicht notwendig vom Jan. Das weiß er besser, dafür spielt der Jan schon viel zu lange. Kriegt er jetzt auch Schelte für, aber ich glaube, sie haben auch heute nicht allzu viele Alternativen eingepackt. Ja, ne? Ja, ich glaube, die haben die Strafenkasse abgeschafft. Die hatten letztes Jahr noch eine Strafenkasse. Strafenkasse abgeschafft. Ja, 3-for-1, 30 Euro in die Strafenkasse. Ich schätze, es gibt einfach kein Eis nach dem Spieltag. Nice, Braindead macht den Punkt, somit Ausgleich, 1-1. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Braindead den Punkt aus... Also bis dahin, ja, bis dahin sah es schlecht aus. Ja. Oder eher so tendenziell in Richtung Kamen Edger. Also die Strafe war leider nicht ja, so. Ja, aber das kann auch manchmal das ganze Mindset vom Spiel ändern, wenn du eine Strafe bekommst. Dann bist du ein bisschen down. Und ich habe heute, also eine habe ich mindestens schon bei ihm gesehen und ich weiß, dass er auch immer hart mit sich, weißt du selber, geht immer gut mit sich ins Gericht selber. Ja. So und dann stellt er sich die Frage, ob er jetzt gerade heute einen guten Tag hat oder nicht vielleicht. Ja. Jetzt wieder Darkstone von links, offenbar fast ein Deadly von rechts. Alles 1-1, offen. Alles offen. 24. Unten haben wir auch 67% der Leute voten hier für Darkstone. Also aber das gibt es jetzt hier auch, cool, nice. Ja, Voting, Live-Voting, hier so MyFanWagon-mäßig. Ja. So. Mega gut. Auf jeden Fall auch rege Beteiligung. Also wir sehen es hier, Twitch geht voll ab. Oh, mittlerweile geht ja doch der Facebook-Kommentar. Irgendwer sagte mir eben, wir hätten gar keine Facebook-Kommentare. Oh ja, da ist er. Ja. Aber tatsächlich Facebook, ist alle Kommentare direkt Twitch, online, Twitch. Online, ihr könnt also hier in Echtzeit, wir versuchen immer mal drauf zu gucken. Bis hierhin von Darkstone auf jeden Fall relativ kontrollierte Nummer. Ja, haben leider beim Break den Snake Corner verloren, der wird aber jetzt aufgefüllt. Ja. Wir haben es auch eben gesehen, also verlieren den zweiten. Tabellentechnisch ist es definitiv. Aber schaffen es in die Snake. Richtig, tabellentechnisch haben wir es eben gesehen, Fast and Deadly sind definitiv diejenigen, die hier am Drücker sein müssen. Ja. Hier kommt schon Anfeuerung bei Twitch los, ihr Schwaben. Ja, Stuttgarter tatsächlich. Haben aber jetzt hier gerade Schwierigkeiten, sind nämlich nur zu dritt auf dem Feld und Fast and Deadly hat mittlerweile die Snake 2 besetzt. Und weiß auch ganz genau, dass das T-Bag der 1 ist. Ihr seht es vielleicht. Und der Dimi ist schon in T-Bag 3 drin, ne? Ja. Dimi macht auch einen guten Job für Fast and Deadly da, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon. Wie lange ist der Dimi jetzt bei Fast and Deadly? 3 Jahre? Ich würde sagen jetzt ungefähr, ja. Steht immer stabil da. Steht stabil da, auf jeden Fall. Fällt mir gut. Und es war ja so, auch die letzte Zeit, dass Fast and Deadly immer dafür gut war. Aber die haben es auf dem Schirm. Die Snake guckt cross und wartet nur auf den Move vom Dimi. Korrekt. Aber der Dimi sollte schlau genug sein und nicht weitergehen. Ja. Verkaufst du dein Jersey? Ja, ich verkaufe. Wir bekommen wahrscheinlich Top Secret jetzt. Nächste Woche in Prag gibt es ein neues Jersey und ich verkaufe ein Jersey. Ja, getragene Unterwäsche könnt ihr auch kaufen. Einfach bei Facebook anschreiben. Genau. Mit Unterschrift ist kein Problem, würde ich sagen. Die Regie verkauft gebrauchte Tastaturen haben wir auch gehabt. Es gibt alles hier Blowout.
So, Darksun, wie gesagt, macht da mit den verbliebenen drei Spielern eigentlich einen ganz guten Job. Aber sie verlieren den Brick auf der T-Bag-Seite. Ja, war das ein Trade? Haben die sich gerade beide getradet oder kam der Schuss aus der Snake? Der Schuss kam aus der Snake, aber der Dimi ist gelaufen und die Snake hat es nicht gesehen. Ja. Der Dimi weiß, jetzt wird's knapp. Wenn der Dimi ein paar Bälle da reinschoppt, könnte er ein Problem bekommen. Er hat ihn nicht auf dem Schirm, so, und ich glaube, er nascht den sich da jetzt gleich. Da ist er. Jetzt hat er ihn auf dem Schirm. Ja. Jetzt ist nur noch er hat aber geschafft, ihn zu schießen hier. Ne? Er hat auf some extra love, nice. Ja, so wollen wir es eigentlich auch sehen. Gerne nochmal in Ultra-Zeitlupe. Ja, da kommt's Taul. Finde ich auch immer gut, dass jetzt hier gerade alles. Also man merkt's ja immer, ne? Wenn jeder nach jeder Sekunde austault, so, dann bist du halt. Die Zeit ist wichtig, ja. Nur noch 2-1, fast 4 Minuten Spielzeit. Ja. Die Punkte dauern immer länger. Heute Morgen ging es relativ zügig. Heute Morgen war einfach alles super crisp, ganz kurze ganz kurze Spiele durch. Haben alle Teams, die heute Morgen so ein bisschen gewackelt haben, haben es geschafft, das heute über den Tag so ein bisschen konstanter dann reinzufahren. Ja. So sehen wir hier streiten sich schon die Schwaben untereinander, so, ob Stuttgart noch Schwaben ist. Ja, aber hier MoFab Power Fans für Braindead. Auf jeden Fall. Braindead von rechts, 1-1, noch 7 Minuten 50. Ja. Also alles offen. So, ihr seht hier wunderbar den Breakout-Schuss von Braindead Center. Ja. Sieht so aus, als ob alle Five Alive wären, sehe ich genauso. Nice. Relativ identisch, außer dass halt eben jetzt Braindead tatsächlich über diesen Blockbunker hier aufzieht. Ja, der Dennis wird hier gebounced am Ellbogen, checkt sich, aber safe, steht hier in der Tonne stabil. Ja. Dennis auch außergewöhnlich heute Snake-Angriff gespielt. Richtig, habe ich gesehen, habe ich auch kommentiert hier oben, habe ich auch gesagt, mega nice, wirft da seine 1,84 oder was ist in die Snake. Ja, voll gut. Gibt Kasten Bier extra von der Verwandtschaft heute. Ja. So, aber jetzt gefällt mir Kamin Edger ganz gut, das haben sie eigentlich den Tag aber gemacht, auch wenn er jetzt der Thorsten fängt sich hier ein am Loader im Snake-Insert. Ja, kann passieren, würde ich jetzt sagen. Kann passieren. Eine sehr ungünstige Deckung mag ich überhaupt nicht, weil kriegt man so viel Blindshots von der Tonne. Du hast den Insert die ganze Zeit heute nur hinten rum gemacht um den Corner, weil du keinen Bock auf die hast, ne? Genau, ja. Das hab ich mir auch gedacht. Ist Modrov aber auch bei euch häufig. Ist auch lieber hinten rumgegangen, so. Hier, der Harald jetzt in Snake Brick. Guck raus, jetzt switcht er auf Tape. So, der Jan Stieber zieht aber jetzt hier vorne auf. Oh, den hat er nicht gesehen. Hat ihn verpasst und der Harald hat ihn gesehen, hat ihn aber auch verpasst. Ja, aber der Harald hat, glaube ich, hat er aber einen gefangen und der Timo ist auch raus von Kamin Etja. Ja, somit bin ich nicht sicher, wer da jetzt wen geschossen hat. Drei für Kamin Etja, der Max in T-Bag 3 jetzt. Oh, jetzt, der Jan hat einen super Schuss gerade auf das T-Bag. Er wundert mich, dass er da sauber durchgekommen ist. Ja. Nee, ist er gar nicht. Er hat ihn geschossen beim Reingehen ins T-Bag 3. Aber ich sehe nicht, wo der zweite für... Ist es nur noch der Willi in T-Bag 2? Snake Corner und das T-Bag 2. Ja. So, da haben wir hier die Nummer 27 Gottschalk für Braindead. Oh, der Jan in Snake 50. Jan Snake 50 und den hat er nicht... Er hat, glaube ich, Infield... den hat er nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, aber der Willi hat es gesehen und hat auch hingeschossen. Ja, das Problem ist, also der Bob ist da hinten und der Bob kommuniziert zwar. Der Bob kommuniziert hinten mit dem Jan, aber ich weiß nicht, ob der Bob ihn auf dem Schirm hat. Ja, der Jan hat aber was im Pack. Ich weiß nicht, ob es jetzt von der Deckung ist, wo er außen rumgekrabbelt ist. Ja, weil ich fast vermuten. Weil der Willi hat auf jeden Fall eine Line da stehen gehabt. Der Jan ist jetzt fällig. Keiner hat den Willi auf dem Schirm. Genau, das meinte ich nämlich eben. Der Bob hat nämlich die Position von Willi nicht auf dem Schirm gehabt. Interessante Spiele, macht mega Spaß. Ah, da haben sie Willi geschossen. Der Jan hat ihn geschossen in Field. Super Punkt. Super Punkt, Kamin Edger. Kann mir nichts anderes vorstellen. Punkt, Kamin Edger, richtig. Erstaunlich finde ich, dass der Diskus jetzt ehrlich gesagt ausgetaut hat, so, weil 2 gegen 1 hätte man auch spielen können. Da, Nick, hab eine Frage. Kamin Edger aufgelöst. 40 Seconds. Ja. Waren viele Rumors in der Offseason am Start, aber Kamin Edger hat sich nicht aufgelöst. Am Ende von der letzten Saison war einfach klar, dass Kamin Edger keine NXL mehr spielt. Und das war der Grund für mich einfach zu wechseln, sonst wäre ich auch da geblieben. Richtig. Ich hatte versucht tatsächlich ein Team für die NXL zu finden und ein extra Team für die Bundesliga hier. Der Axel hatte mich dann angeschrieben und da sind wir uns relativ zügig einig geworden, dass es dann für mich nach Belgien geht. Ja, aber es waren viele Rumors, der Jan geht wieder zum Preds, aber das war alles nur Fake News. Online, Wichtigtour, keine Ahnung. Gebe ich schon immer wenig drauf. Ach, ich glaube tatsächlich, ne, also man kann ja alles nicht verleugnen, dass die Leute sich alle miteinander grün sind. Und das war, glaube ich, einfach auch relativ logisch zu vermuten, wenn man glaubt, dass Kamin Edger sich auflöst. Ja, so. Ja.
Und wir hätten auch bestimmt nicht Nein gesagt, so, weil ne, also ja, jeder kann Fall, wieder ja. zurück nach Hause kommen, aber tatsächlich ist es ja auch bei den Preds klassischerweise oftmals das Problem, was es jetzt auch bei dir mit Kamen Etcher war. Genau, ja. Spieler zu halten, die das internationale Niveau haben und international spielen wollen. Das war damals auch tatsächlich der Grund bei Syndicate. Syndicate war einfach, das Sponsoring wurde gekürzt, es wurde keine Millennium mehr gespielt und dann kam halt das Angebot von Dai und vom Sven. Und das war auch der einzige Grund, warum ich von Syndicate damals weggegangen bin, weil sie einfach keine CPL mehr gespielt haben. Und ich bin jetzt 26, war damals 24, wollte unbedingt CPL weiterspielen. Und ich glaube, wir haben es auch verstanden. Weil jeder hat es verstanden. Weil jeder den Struggle schon gehabt wir haben. Wir haben uns alle im Guten getrennt, sowohl Syndicate wie auch Kamen Etja. Jetzt hier jeden Samstag grillen wir noch beim Dennis vor der Bundesliga. Ich habe auch heute Nacht beim Dennis auf der Couch gepennt. Ah, da kommt alles fast, easy. Offenbar fast Landy-Punkt ganz kurz. 3-1. Ja, habe ich gesehen. Ja, Darksam. Entschuldigung, Darksam, mein Fehler. 2-2, noch zwei Minuten auf der Uhr. Nice. So, und ja, tatsächlich, da sieht man ja auch, also wenn man die Jungs so bei Instagram oder so hat, ne, jetzt glaube ich auch gerade mit dem Chris Binder in Schweden gewesen, glaube ich, der Dennis. Ja, so, die alten Syndicate-Crew geht jedes Jahr nach Schweden. Der Dennis, seine Familie hat ein Haus da vom Dennis Dörr. Mega nice, war ich auch schon dabei, direkt am See. Und dann Wakeboard-Action. Wakeboard-Action, alles, der Malte, alle halt wieder am Start. Und ja, der Dennis hat mir auch geschrieben, aber ich hatte leider keine Zeit, da war entweder Bundesliga oder... Nein, die haben halt das Problem nicht die mehr. Haben ne? Problem die haben das nicht Problem mehr. Nicht die mehr. Die haben jetzt Wochenenden gehen, alle Mann so. Und Urlaubstage nicht für Paintball verplanen. Okay, also verzeiht uns, dass wir den Punkt verquatscht haben, aber ich glaube, das war ganz informativ, das auch mal so aus dem Nähkästchen zu hören. Ja. Wir kommen mal wieder zu Braindead Amstetten aufmacht Kamen Etcher, weil das ist schon irgendwie ein Topspiel heute hier, muss man sagen. Ja. Schubi jetzt... Der Schubi hat die ganze Zeit nicht gespielt. Der Schubi spielt jetzt wieder direkt T-Back 3 beim Break, ist am Start. Er kommt da an und hätte jetzt, glaube ich, auch gerade. Hat ihn, glaube ich, innen. Der Willi steht sehr eng, aber er hat einen Ref. Guckt der Ref da innen. Aber der Schubi ist auf ihm und hat Bälle auf ihm, wenn er Willi. Willi sollte nicht gucken. Wird jetzt eng für ihn. Ja. Also ich bin Snake. Ich muss meinen Jungs echt mal auf die Schulter klopfen, so wirklich. Also diesen Schuss vor die Snake hat hier keiner heute so gut exerziert. Die Leute kommen ja alle in die Snake sauber. Ja. Alle, ja. Gegen euch war es wirklich eine Katastrophe, weit zu kommen auf der Snake-Seite. Ja. Also das war eine Kernkompetenz heute von uns. Ja, das haben wir auf auch jeden Fall. So. Im Training schon mega, hatten wir mega Probleme. Wir hatten ja vor 2 Wochen bei uns in Belgien. Ja, immer geil, Belgien auch gegen euch zu trainieren. So auch aber hier geiles Niveau oben. Alle auf einmal, zwei auf einmal geflogen. Yo, yo. Das ist immer also Kamen Etcher macht genau das jetzt gerade so ein bisschen, was eben die Situation auch war. Sie bringen Kamen hier den klaren Favoriten zum Wackeln so momentan ein bisschen. Der Bob wird hier... Bounce lässt sich checken, aber soweit noch 5 Alive für Kamen Etcher und das ist halt bam, hier Thorsten kriegt die Snake. Ja, und die Snake ist raus bei Brain, Taul. Da kommt Taul schon wieder, der Schubi ist so on fire, dass er einfach hinten weiterläuft. Ja. ja, mega nice, gefällt mir echt noch gut. Noch 4 Minuten, also ist noch genug Zeit, 2 Punkte zu machen. Wir müssen halt auch im besten Fall einen treffen und 30 Sekunden überleben und dann sollte das besser aussehen. Richtig, richtig gut. 2-2. Ja, der Toni hat hier bei Tomislav, schwierig, Bridge, kroatische Nachnamen, nimmt's mir nicht übel, aber go Toni hier. Jukica habe ich mir eben lang lassen, wird mit Z ausgesprochen. Ja. Echt richtig gut hier mit den Chats oben. So, wir sehen jetzt wieder Darksan Stuttgart, ausgeglichenes Spiel, 2 Minuten, 12 Rest, alles offen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Alle kommen live in den Deckungen an. Und Darksan greift an. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt wieder, weil Offenbach Fast and Deadly sind eigentlich diejenigen, die jetzt die rote Laterne loswerden müssen langsam. Ja. Aber was hast du gesagt, wer ist auf dem Abstiegsplatz? Fast and Deadly tatsächlich. Die müssen also angreifen. Die müssen eigentlich jetzt angreifen. So. Ja. Da verlieren sie gerade beim Second den Hase hier. Und Darksan macht es besser. Taul. Und da kommt Taul direkt. Ich glaube, da war sogar ein Penalty. Ja, vielleicht hat der Rap... Aber es ist noch genug Zeit, haben direkt das Taul geworfen, das war gut. Ich denke, das hat er gesehen unten, der wollte einfach nicht noch, dass das... Aber, wie du schon gesagt hast, Fast and Deadly hätte pushen müssen, Angriff ist die beste Verteidigung, vor allen Dingen, wenn es Gleichstand ist. Also, alle Secondary Moves wurden eigentlich definitiv zuerst auf der Seite von Darksan.
gemacht, ja. Und ja, alle von Fast and Deadly unterbunden. Keiner ist irgendwie rausgekommen. Hm. Ja, warum war das eine Strafe wegen der Knarre? Das ist eine gute Frage. Wir ich habe es leider nicht richtig gesehen. Wir haben es nicht ganz gesehen. So, ich habe gesehen, dass einer rausgeht. Ja, ne? Ich habe den Ref gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob es eine Strafe war. So, also wir machen das manchmal auch einfach so an dem Duktus aufgrund von Erfahrungen fest, wie die Schiedsrichter sich auf dem Feld verhalten oder möglicherweise wie auch ein Spieler sich in der Deckung wie passiv versteht oder so. Ja. Manchmal erahnt man das einfach so ein bisschen und die Bestätigung kam für uns jetzt darin, dann, dass direkt dann das Handtuch geworfen wurde, was so implizieren könnte, dass der Coach, der das unten gesehen hat, die Refs drüben auf der T-Back-Seite, die 50s reden auch hier unten auf der Snack-Seite, die Referees haben auch, besprechen sich hier, also ich glaube schon, dass es eine Strafe war, aber wir haben es hier oben nicht gesehen. Ja, quasi. Ne, in Reha pro Duo im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Wenn man es nicht gesehen hat, gibt es halt keine Strafe. So, wir haben hier unten die Tipps. 11-89. Brandon F. Stetten ist hier ganz klarer Favorit. Und das Beste ist, das Ergebnis sagt was anders. Ja. Es steht 3-1 für Offenbach Kevin Etcher. Ich glaube, so viele Punkte hat heute niemand gegen Brandon hat halt gemacht. Eine Mega-Fanbase. Auf jeden Fall, ja. Es sind ja auch zwei Teams zusammen, so gesehen. Es sind zwei Teams zusammen, genau, ja. Und die haben auch in den unteren Ligen sehr viele Teams, was man so mitbekommt. Ja, ja, tatsächlich ist es stabil. Der Disco macht da sicherlich einen guten Job. Mit dem Inge. Aber ich weiß nicht, warum der André nicht spielt. Der André Kopp, auch ehemaliger Teamkollege von Syndicate 2 damals. Gute Frage, aber er steht auf dem Roster. Doch. Er steht auch unten. Ich wollte sagen, gesehen habe ich ihn auch. Ja. Tja, eigentlich ein sehr stabiler Spieler. Ich weiß es nicht, müssen wir dann gleich mal fragen. Aber eigentlich ein sehr stabiler Spieler. Gute Kommunikation. Wollen wir mal gerade vorgreifen hier? 3-1 Kamen Edger gegen Brandon Amstetten, 4 Minuten 17. Was sagst du, wer macht's? Schwere Kiste. Ich denke, Brandon wird jetzt einen Spieler riskieren. Hier, Herr Gottschalk, wahrscheinlich in die Snake direkt. Also, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, Brandon macht jetzt noch einen Punkt und Kamen Edger gewinnt das. Ja, nee, ist nicht angekommen, hat einen angetäuscht gemacht, wollte erst in die Snake. Da fliegt aber hinten der T-Back-Attacker weg. Zwei direkt raus. Also, viel Start für Brandon. Dennis Schneider. Dennis wieder in der Snake. Mac Schneider in der Snake, wird aber getroffen vom Harald, der hier cross aus dem T-Back-Brick auf ihm war. Guter Schuss. Ich gewöhne mich da noch dran, den Schneider in die Snake gehen zu sehen. Ja, gestern auch im Training gesagt, was geht ab? Du in der Snake. Zweiter Frühling hier, der Mann. Hat eine neue Leber bekommen oder so. Jetzt mal nicht zum Spiel. Ich finde das Kamen Edger Jersey mega nice. Ja, du findest es nur so nice, weil es aussieht wie das alte Syndicate Jersey. Ja, schwarz-rot-gold. Ja, ich denke auch die ganze Zeit. Sieht fast aus wie Nationalmannschaft Jersey. Aber es ist glaube ich, Jubiläums-Jersey, ne? Das weiß ich nicht. Darum habe ich nichts mitbekommen. Ich könnte mich jetzt Max irren, aber Snake, es könnten 20 Max Jahre Max hier sein. In der Snake 2. Ich weiß nicht, ob sie ihn auf dem Schirm haben. Bin mir auch nicht sicher. Der Jan postet zwar da runter. Ja, der Thorsten hier vorne in dem Insert auch. Ist Tape. Hat jetzt aber hier. Ja, Jan hat jetzt gesehen, dass die Line raufgehen. Hat ihn geschossen. Ja. Aber der Max ist weitergekommen. Ja, der jetzt schießt der Jan oben, lässt die Bälle reindroppen da. Zwei. Versucht ihn jetzt mit dem Bounce Shot auch zu schießen. Hat ihn auch mit dem Bounce Shot geschossen. Oder er hat's eigentlich müsste der Bounce Shot vom Jan oben. Der Max sein. Ja. Der Harald hat hier den. Nice. Rausgebunkert, aber das dürfte es gewesen sein. T-Bag 2. T-Bag 1 ist noch am Start. 2 gegen 1. 2-1. Jan Stieber hier in Snack 2 und der Timo Reck in T-Bag 3. Ja. Gute Kommunikation vom Jan hier. Ja. Wird ausgetaut. Hätten es auch gut runtergespielt, bin ich mir sicher. 4-1. Meinst du, Brandon wird hier weggemercied? Ja, ich glaube, das wird ein 5-1 für Kamen Etcher. Also ich habe gerade eben, das Spiel hat sich jetzt dreimal gedreht in dem Verlauf, in diesem Punkt jetzt gerade so. Ich habe zwischendrin schon zweimal wieder Brandon vorne gesehen und ich hätte gedacht, die machen jetzt noch einen Punkt, aber jetzt glaube ich auch, dass Kamen Etcher den Sack zumacht. Ja, weil Brandon ist jetzt einfach, die müssen angreifen, die müssen was riskieren. Und die Nerven flattern jetzt auch ein bisschen. Kamen Etcher schießt einen guten Ball beim Break, also... 4 Punkte in Folge verlieren macht aber halt einfach keine Freude. Aber hier 3-2. Fast and Deadly muss kommen. 2 Minuten Spielzeit. Ja. Mac Schneider Customs. Jo, Fast and Deadly greift endlich an. Die müssen wir uns eben gehört haben. Ja. Ziehen jetzt mal endlich die Secondaries ein bisschen aggressiver nach. Ja. Das ist ein guter Move hier, wir haben ein gutes Kreuz aufgebaut, den Brick auf der T-Back-Seite, auf die Snake-Seite schießen lassen und den Tower von der Snake auf die T-Back-Seite. Ja, ist ordentlich. Er kann hier, der Snake-Horner spielt einfach nur Tape runter, sperrt das dann Longline. Hier der Can auf der Snake-Seite, genau. Ja.
Das ist jetzt kontrolliert, was sie machen, so, und das genau, passt auch, ja. Nur das hätten sie vielleicht Frage, vorher schon machen müssen. Ja, genau, ist die Frage, ob sie es jetzt gewinnen wollen, langsam und unentschieden mitnehmen, dass sie wenigstens noch einen Punkt mitnehmen und es nicht verlieren, oder ob sie angreifen und versuchen, noch zwei Punkte zu machen, um den Win hier mitzunehmen. Ja, richtig. Oh, hat er nochmal clean gegeben, der Ref Infield. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Spieler das selbst... Gebounced worden, ja, 60 Seconds. 60 Seconds werden hier angezählt. Genau, ja. Ja, wird hier direkt aus dem Weg gekäfert. Ich sehe 4 noch für Dark Sun. Richtig. Fasten Deadly verliert den T-Bag-Angreifer, den Dimitri. Das reicht auch, glaube ich, nicht mehr für Fasten Deadly, auch wenn es jetzt wirklich gut aussah. Fasten Deadly verliert den zweiten. Verliert jetzt hier, glaube ich, auch den T-Pack. Ist noch alive in den T-Pack 50s. Ja. Aber trotzdem, oh. Das könnte nochmal eng werden. Aber dann müssen sie jetzt Gas geben. Es sind noch 28 Sekunden. Jetzt hier schönes Snapshot-Battle, aber er hat ihn nicht auf dem Schirm. Er hat ihn nicht auf dem Schirm. Er fightet mit seinem Spiegel, aber jetzt, die Snake. Aber er hat das Glück auf seiner Seite vielleicht. Da war noch nicht mal ein Trade. Nicht mal ein Trade, ja. Doch, er hat den Inside von der Snake. Ja, stimmt. Also es reicht, aber aller Wahrscheinlichkeit nicht. Wenn 9 Sekunden 8 hier, du bist allein auf dem Feld, ja. Geh zum Buzzer. Ah, One on one. 4-3. Two on one. Und es reicht auch nicht. Und er nimmt sich selber raus oder kriegt den Ball direkt, den ersten Ball dort. Und dann ist Game Time finished. Ja, krass, und aber doch verdient geht es hier 3-2 für Dark Sun Stuttgart aus. Und ehrlich gesagt, so hätte Fasten Deadly das irgendwie mal einen Punkt vorher angefangen, so zu spielen wie jetzt gerade, dann wäre es auch ein verdienter Draw oder vielleicht sogar nochmal andersrum ausgegangen. Ja. Nice, Matthias. Opitz jetzt auf dem Feld, Timo Reck, Bob. Der Matze ist extra aus dem Urlaub zurückgekommen. Und dafür. Der Jan Köhlinger. Ja, der Matze war im Urlaub. Matze war im Urlaub, genau. Dem habe ich auch geschrieben gestern. Genau, hast du auch eine E-Mail geschrieben und hast einen Auto-Reminder bekommen. So, direkter Move hier für Braindead Amstead, Anysnake 1. Ja, angekommen. Ja, musste ich checken lassen, ist aber Jan sauber. Köhlinger. Hier im Snake Corner. Oh, hier, den haben sie auf dem Schirm gehabt, den Move in die Snake 2. Muss ich auch in dem Pack jetzt checken lassen. Ich glaube, er hat. Oh, doch, ist out. Ist raus, ja. Nummer 27. Gottschalk. Ja, Gottschalk für Braindead MZ. Außer Snake raus. So. Frederik Gottschalk. Und ganz im Ernst, 2 Minuten 17, ja. Dafür, dass Braindead 3 Punkte Snake, machen muss. Max hat ihn auf dem Schirm und der Jan. Oh, ist Jan raus. Hat ihn raus. Jan. Der. Ja, war schlau genug, auf jeden Fall die Knarre nicht hochzunehmen. So wusste sicherlich, dass er den innen gefangen hat. Hat der Jan Köhlinger nach der Auflösung von Destination bei den Preds nochmal gespielt oder hat er der da Der war nochmal bei uns natürlich, genau, und ja. War danach dann tatsächlich bei den Muchachos in Berlin. Er war eine kurze Zeit lang in Berlin, genau, und hat bei den Muchachos ein bisschen geballert. Ah, mit dem Jakob, nice. Glaube ich, und so. Ja. Oh, da hinten der Jan Stieber. Sich den Wegkinder. Bei Max in der Snake lässt sich checken hier unten direkt vor uns. Ja, der Bob hier hinten. Der Max krabbelt durch, macht einen guten Job. Bob wird auch rausgenommen. Ja. Nur noch der Timo Reck in T-Bag. Der Willi wird. Der Timo hat den Willi geschossen da noch. Ja, ne? Ja. Ich glaube, Carmen Etja hat nur Two noch on den one. Timo. Two on one. Die beide hier auf der Snake-Seite. Ja. Kamera gut auf den Timo, der Timo schießt jetzt. Timo hat auf Tape bekommen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ich habe gedacht, Carmen Etcher macht es jetzt zu, war aber auch alles andere als ganz sicher. Ja. Props für Braindead dafür, dass es ein relativ kontrollierter Punkt doch von denen war. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, die müssen jetzt viel mehr angreifen, so, weil die Zeit ist jetzt nicht so auf ihrer Seite unbedingt. Kann man machen, auf jeden Fall, Minute 10, musste aber halt auch eben Gas geben. Da muss man schon die Füße in die Hände nehmen. So, hier wird gerade gefragt, warum ist denn der Stream heute so abgehackt? Gestern lief es besser. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Props gelesen, wie flüssig der Stream gerade auf Twitch läuft. Und als Leiter eines technischen Kundendienstes in einem Internetunternehmen kann ich dir sagen, hast es mal auf anderen Devices probiert oder auf YouTube oder auf Facebook. Wenn es da überall hakt, dann liegt es wahrscheinlich an deiner Internetverbindung. Nee, tatsächlich, wir sehen ja auch selber hier den Stream oben und der läuft hier eigentlich ziemlich flüssig. Was ist denn ein Kefo? Was ein Kefo ist, Kefo sollte ich mal einbauen. Kefo ist so ein 300 FPS Chat, PB Hub. Ah, stimmt, ja, Kefo Crew. Da gibt es die Kefo Crew. Ich habe die Aufkleber überall gesehen. Genau, so und wir haben sogar Sticker damit und keine Ahnung, das ist, ich müsste ja wahrscheinlich sagen, das kann ich gar nicht so gut erklären, das ist bei denen eher so ein Lebensgefühl-Ding. Und von ein bisschen durchgeknallten Paintballern, die man übrigens auch alle auf dem Kill and Grill treffen kann, übernächste Woche. PB Hub Kill and Grill in Biggesee, ist es hier? Biggesee, ja. Paintball Biggesee, da geht's ab. War ich leider noch nicht.
Es ist halt mega mit dem See und alles. Also das Geile ist halt, also wenn ihr Urlaub machen wollt, kommt da vorbei. Wenn das Wetter geil ist, so, es ist halt einer der größten Stauseen Deutschlands. Absolutes Ferienparadies. Es ist ein riesen Strandbad mit Blockbase und allem Mist. Und das Feld ist direkt am See, oder was? Das Feld ist direkt am See. Das ist nice. Irgendwie so ein 5-Sterne-Campingplatz, mega High-End-Campingplatz. Ihr kriegt sogar verbilligtes Camping da, 30% nochmal als Paintballer, wenn ihr zu dem Event kommt. Und wie gesagt, also man kann da auch so Lodges und so mieten. Die haben dann so Holzweinfass-Dinger umgebaut. Cool. Direkt ausziehen nach dem Training und in den See springen. Wir haben einen der geilsten Burger-Trucks Deutschland, der da samstags vorbeikommt. Der war auch letztes Jahr schon da richtig gut. So. Und das Ganze ist halt einfach eine Selbstkostenkiste ohne Turniercharakter. Einfach Spaß spielen. Ja. Verdient kein Mensch, ist pro bono, würde ich jetzt sagen, für euch. Kommt der Nick auch. Wann ist das genau? Übernächstes Wochenende. Ich vermute, da seid ihr gerade aus Prag zurück. Da sind wir aus Prag zurück. Und hättet vielleicht sogar mal ein Wochenende trainingsfrei, weil ihr in Prag wart. Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Ich muss abchecken, ob das mit der Arbeit. Manchmal muss ich Wochenendsdienst machen. Und tatsächlich sind letztes Jahr auch mal so ein, zwei Pets noch mal kurz vorbeigekommen und so. Ja, nice. Aber ich hab keine Ahnung, ich bin Geologie so eine Niete, ich habe keine Ahnung, wo Biggesee liegt. Unterhalb von Köln, Olpe, irgendwo gut an der A4 gelegen, ja. A4, A45, ja. Kommt man auf jeden Fall hin. Ja, also der Event-Charakter mit Schwimmen gehen und Burger reinhauen und ein bisschen zocken und ein paar Bier trinken ist locker. So, jetzt wird es nochmal. Aber Olpe, Köln, da bin ich da fast jedes Mal vorbei, wenn ich nach Belgien fahre. Also. Ja, also tatsächlich, also es ist schon gerade aus Paintballer-Sicht, das ist echt ziemlich zentral. Die Leute beschweren sich ja immer, dass Solms nicht zentral ist. Fairerweise muss man sagen, wenn man so zumindest vor ein paar Jahren mal so die Paintball-Team-Verteilung in Deutschland gesehen hat, dann ist es am Paintball-Äquator relativ nah. Diese Route A45, A3, A4, da wo sich das alles trifft, da seid ihr schon grundsätzlich nicht ganz so verkehrt, wenn ihr ein Paintballfeld sucht. Ja. Hier A5, A45 kreuzen sich auch hier in der Nähe von Solms. Stimmt, Gießen hier unten. Gießener Kreuz. Also, wenn ihr mal hier hinkommen wollt, ist es gar nicht so schwierig, es ist echt schwierig, uns zu verfehlen. Ja, damals mit Max in Friedberg war Friedberg, Bad Nauheim, Butzbach so das Mekka des Paintballs. Ganzen Paintballer da gewohnt, Syndicate-Leute, alle WGs und so. Das war schon ganz cool damals. Stimmt, ja, ich erinnere mich so, ne? Alle zusammen gewohnt. Sogar Pascha hat hier unten gewohnt. Der ist wieder in Köln, ne? Der ist wieder in Köln, ja. Der ist wieder hier OG, zurück im Schoße. Back to the roots, ja. Genau, wir schicken dem mal wieder ein Jersey oder so. So, Braindead Amstetten, die müssen sich jetzt 2 Punkte holen in der Minute 10 gegen Offenburg kam in Etcher. Und ich habe Snake of the Break angekommen. Ich glaube, das wird schwierig. Oh, da kommt, glaube ich, eine Strafe. Mindestens 2-for-1. Ja, war ein 2-for-1. Oh, ja, das hat Braindead, das ist... Snake wird gebunkert jetzt hier, bam, ins Pack, wird aber noch von dem Backplayer mitgenommen. Ja, das ist jetzt hier der Kopf im Nail. Zack, Handtuch. Taul, nice, Taul. Ganz im Ernst, hat der Disco auch wirklich schlau gemacht, noch das Taul zu werfen, weil das hätte auch noch irgendwie einen Short gegeben. Ja, das hätte noch böse enden können. Ja, ich denke auch, also die hätten sich noch eine Strafe gerade da noch bei mitgenommen. Bei Siegen, ja, da fahr ich auch immer vorbei, ist doch 45. Ja, stimmt, tatsächlich ist es bei dir. Ja, 45, du hast vollkommen recht, so schlecht bist du gar nicht in Geografie. Ja, weil ich halt jedes Wochenende fahren muss. Ja, als Paintballer. Aber wenn ich nicht vorbeifahre oder wenn es nicht Nidda, kenne ich 50 Wege nach Nidda. Gestern waren wir in Hahn. Ich bin. Also mein Auto. Jedes Mal, wenn wir nach Hahn fahren, fahre ich einen anderen Weg. Ja, das liegt aber auch wirklich, also schöne Grüße nach Hahn, wirklich tolles Feld. Aber das liegt auch an der geografisch besonderen Lage von Hahn. Ja. Hahn ist halt einfach irgendwie so in der Nähe von gar nichts und allem. Also da allein dieser Frankfurt-Hahn-Flughafen spottet auch der Beschreibung. Über Koblenz, mal die A3 runter, Mainz, Wiesbaden vorbei. Irgendwo im Hunsrück auf irgendeinem Bergrücken. Ja. Aber dafür ist das Feld geil und die Leute sind geil. Und ja, auf jeden Fall. Schönen Gruß Danke hier. An Carsten und Lisa. Absolut. Kommen auch immer vor der Bundesliga nach. Genau, hier schreibt einer ganz richtig. Also wenn ihr euch wissen wollt, wie das Biggesee-Feld unten aussieht. Biggesee ist das Ding, das du in der Krombacher Werbung siehst immer. Ah, dieser nice. See, dieses malerische erste Bild ist in der Tat der Biggesee. Ja, also vorbeikommen, Bier gibt's auch. So, wir haben hier unten, haben wir einen Technical Timeout oder warum dauert das so lang? Ne, 2 Minuten, der erste Block ist ja rum. Erste Block ist rum, tatsächlich. 2 Minuten Pause immer dazwischen. Der Jan mit der roten i5 Lava. So jealous auf ihn auf jeden Fall, wollte ich auch unbedingt haben. War nicht da? War schon da, aber nee, das passt nicht. Und boah. Mit dem roten Jersey, alles rot und der Jan hat halt komplett schwarz und dann nur die rote Maske. Der Jan kann halt dieses Jahr machen, was er will. Ja, nice. Das ist ja, wir gönnen das jedem von ihnen. Ich glaube, Kamen Edger halt auch vielleicht ein bisschen weniger Druck im Rücken, ne, dadurch keine internationale Erfolge vorweisen zu genau, müssen. Genau, ja, können sich hier mehr auf die Liga konzentrieren. Das macht ehrlich gesagt einfach Spaß. Spielen auch nur noch M500, das ist ja auch immer eine Umstellung. Wir wussten auch nicht, ob wir M500 trainieren sollen oder unser
Augenmerk auf Prag legen sollen und beim 800 trainieren. So, gucken wir mal hier, Braindead, können die was reißen? Jetzt noch 50 Sekunden. Dürfen ja jetzt auch einfach kein Game-Breaking. Oh, der Bob wird hier geschossen. Ja, geht auch runter, Braindead. Snake 4. Oh. Und Snake Battle und bababab. Oh ja, ja da ihn schön. Jetzt rasieren sie hier nochmal. Braindead will es wohl nochmal spannend machen. 34 Sekunden. Und ich glaube da, ja. Mitte. Ja, alle raus. Na, Max rennt nochmal zum Buzzern. Ja, wir sehen noch einen Punkt, Und das ist rein rechnerisch. Ja, nicht mehr wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ich war schon einen Punkt weiter gerade. Außer du bist ein bezahlter Vollprofi und trainierst fünfmal die Woche. Ja, oder du bist irgendwie Meloy. Ja. 19 Sekunden, wie war es? 9 Sekunden. 9 Sekunden, 19 Sekunden. You only need 9 seconds. Only need 9 seconds, genau. Das Jersey gemacht. Und das bei den kurzen Beinen, ne. Der muss die viel häufiger bewegen. Das ist wie so ein Kolibri, Alter. Ja. Der muss doppelt so schnell laufen, um sich so weit zu bewegen. Jetzt haben wir wieder 2 Minuten Pause. Ja. Fetter Punkt, alter Falter. Da habt ihr recht. Fetter Punkt, alter Falter, kann man so sagen. Achtungserfolg für Braindead Amstetten, die das Ding hier aller Wahrscheinlichkeit trotzdem nach verlieren werden, behaupte ich. Und ja, damit hat Carmen Etcher auf jeden Fall für den heutigen Tag nochmal einen Achtungserfolg gesetzt. Hätten wir vielleicht die Tabelle nochmal eingeblendet bekommen, weil hat mich auch gerade interessiert, wo Carmen Etcher steht und Braindead. Das wird ganz empfindlich wehtun für Braindead, behaupte ich. Breakout Spa oben, Luckys, das wird auch noch ein spannendes Spiel. Braindead Amstetten ist ja tatsächlich unter Carmen Etcher noch in der eins Tabelle unter, gerade. Sechster Platz, ja. Ja, das schießt sie halt einfach, wie weit mit Differenz zu uns? Nee, das Glück haben wir nicht. Dafür waren zu viele Draws bei uns bei. Also interessant so. Matchpoints 19 und 17, also wenn Braindead gewinnt, überholen sie Carmen Etcher. Ja. Aktuell muss man ja auch mal sagen, Lucky 15 ist Platz 2. Ja. Wer hätte das nach dem ersten Spieltag gedacht? Haben wir heute noch im letzten Block. Viel Spaß. Und der schwerste Gegner, ja. Die sind auf jeden Fall... Ist die zweite Begegnung schon. Ich glaube, heute fängt natürlich für jeden die Rückrunde an. Naja, er hatte den am ersten Tag. Am ersten Tag sind die halt gnadenlos verkackt. Ja, erster Tag war... Habe ich auch eben mit ihm gesprochen, der Jim war hier oben. Ja. Korrekter Dude und auf jeden Fall, ja. Die wollten gestern auch nach Hahn kommen, haben leider der Flug hatte Verspätung und dann haben sie es zeitlich nicht mehr geschafft. Und also sind direkt in Paulanergarten nach Wetzlar gefahren. Ja, deswegen läuft es wahrscheinlich heute bei denen. Also die haben auf jeden Fall einen Vorwärtsgang drin, muss man gute ganz einfach sagen. Gute deutsche Hausmannskost gegessen, alle Schweinshaxe und dann... Ja, Schreck. Also, wie gesagt, was Sie hier heute sehen lassen haben, wird eine schwierige Nummer für euch, aber ne, macht ja auch einfach Spaß. Gegen aber die hier Leute jetzt nochmal 25 Sekunden. Braindead muss alles reinwerfen, werden sie auch nur begrenzt tun können, machen sie auch extra nicht, streiten hier eher konservativ. Ja. Wollen einfach nur ein gutes Spiel liefern, da erste Spieler fällt weg hier auf Breakout. Der Snake-Seite. Ja, Breakout. Kamenet ja. Safe. Ja, in die ersten Deckungen schießen hier alles, spielen einfach runter. Riskiert hier nichts, der Bob checkt sich da gerade selber, nimmt sich lieber vorsichtshalber raus. 5 Sekunden. Zweite Spieler hier bei Braindead weg. Das reicht nicht mehr, da ist die Zeit vorbei. Ist nur noch einer und Game Time finished. War trotzdem spannendes Spiel. Absolut, also beide Teams müssen sich nicht verstecken, aber trotzdem riesen guter Block auch hier. Das Spiel davor um Abstiegskampf. Da haben wir jetzt gar nicht geguckt, wer auf dem letzten Platz ist, wo die Tabelle eingeblendet war. Ja, das kriegen wir bestimmt gleich nochmal, aber trotz alledem. Also A muss sich kein Team hier jetzt gerade für das Game verstecken, so ein Props, dicke Props. Da kommt die Tabelle nochmal. Dicke Props an. Ja, Fast and Deadly unten. Ja, nur ein Punkt Unterschied. Mhm. Fast and Deadly hätte es aber auf jeden Fall gebraucht. Und auch nur 3 Punkte Abstand zum 10. Platz. Carmen Etcher bringt dich wieder in Schlagweite, ist vor allem auch der Punkt so. Ne? Also da ist jetzt noch mit 2 Spieltagen, die noch vorliegen, noch einiges drin wieder. Ja, ja. Also wichtige Punkte aus Carmen Etcher Sicht. Props für den Sieg so gegen Braindead, die heute nicht so ausgesehen haben, als ob sie irgendwas liegen lassen würden. Ja. Und wir hören hier gerade das ist... Und der Micha kriegt zum Love in der Alf-Chat. Müsste jetzt nachgucken, wer Bonusballer ist, so, aber mir ist auf jeden Fall ist mir der Nick schon mal sympathisch. Also der Nick ist mir auch sympathisch, aber der Nick von ihm ist mir auch sympathisch. Na, die Bonusballer ist der Jakob, höre ich gerade. Ja, Grüße in die Hauptstadt, Grüße an Jakob. Der Jakob ist der bei den Preds, bei Facebook, der Nummer 1 Schneeweiß-Fan. Like jedes Schneeweißbild. Irgendwann bringe ich euch Top beide. Top-Fan bei Facebook. Auf jeden Fall. Wenn der Jakob irgendwann mal seine Frau verlassen sollte, bringe ich euch beide zusammen. Peace. In die Hauptstadt an Jakob. So, und es gibt Mittagspause, haben wir gehört. Deswegen gehen wir mal runter in die Werbung, in die Unterbrechung. Wir sehen uns gleich. Macht's gut, Leute. Macht's gut. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao.